Nein, ich habe mich heute entschieden für eine ganz junge Offensive. Ich denke, das ist in der ersten Halbzeit auch so aufgegangen. Wir haben uns, denke ich, sechs gute Möglichkeiten erarbeitet in der ersten Halbzeit, wobei da zwei hundertprozentig dabei sind. Und manchmal kriegst du nicht viele im Spiel. Da musst du einfach diese Dinge vollziehen und musst dein Tor machen in der ersten Halbzeit. Auch wenn im Gegenzug dann auch noch ein Lattentreffer von Bochum war, das darf man nicht vergessen. Wir haben uns eigentlich in der Halbzeit sehr viel vorgenommen. Und wir kommen raus und kriegen direkt den Freistoß zum Eigentor. Und dann muss ich sagen, da passierte was mit der Mannschaft. Total von der Rolle, sehr nervös nach vorne hin. Wir haben sehr viele Fehler gespielt, nicht strukturiert. Und daran sieht man, dass man, das ist vielleicht auch ganz wichtig, die Erkenntnis für die neue Saison, dass man eigentlich keinen Häuptling hat, der das Spiel im Feld auch mal ordnet.